Ja. Kann man einen Morgen besser beginnen als mit einem Tänzchen? Können wir das? Ich denke, nein. So. Guten Morgen, Ansgar. Guten Morgen, Ansgar. Hallo. Guten Morgen. Pass gut auf, dass die unerwünschten Elemente sich bei uns einschleichen. Guten Morgen, liebe Mitstreiterinnen, guten Morgen, sei es aus Ansbach, sei es aus den umliegenden Städten und Gemarken, einfach guten Morgen. Guten Morgen, verehrte Vertreter der Presse, Rundfunk und Fernsehen, sobald wir das haben. Panne. Guten Morgen, verehrte Vertreter von der Presse, Rundfunk und Fernsehen, sofern wir die da haben. Die Technik wird uns wieder mal ein bisschen einen Streich durchspielen. Also, guten Morgen auch den Beamten von der Ansbacher Polizei. Wir vom Bündnis Stopp TTIP Ansbach Stadt und Land begrüßen euch ganz herzlich als Versammlungsleiter. Mein Name ist Reinhard Sachs. Und mein Mitstreiter, Günther Brendebenisch. Guten Morgen. Wir dürfen die Akteure des Bündnisses nennen. Die Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der evangelischen Kirche, AfD. Den Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, BDM, und auch, ja, und dem Bundesverband sei ganz herzlich gedankt für die Bühne und für die reichhaltige Unterstützung bei der Aufbau und bei den anderen Sachen. Und das Vieh. Dann haben wir den Bund Naturschutz in Bayern, BN. Selbst die Lehrer sind dabei, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und natürlich Greenpeace Ansbach. Der Landesverband für Bogenschutz in Bayern mit dem Kreisverband Ansbach. Und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Das Bündnis 90, die Grünen. Und die Bürgerinitiative Ansbacher Parteiloser, BAP. Die offene Linke Ansbach, die ja schon einen guten Schritt im letzten Herbst gemacht hat mit ihrer Resolution, die im Ansbacher Stadtrat dann auch eine Mehrheit bekommen hat. Und die ökologisch-demokratische Partei ÖDP und viele Einzelpersonen. Und am Rande vermerkt, sollte es einige Organisationen geben, die noch nicht dabei sind. Sie sind herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Aber nicht nur Organisationen, sondern auch Einzelpersonen können und sollen gerne bei uns ihr Wissen und ihr Engagement einbringen. Guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon wieder da? Unsere Sorgen heißen TTIP, CETA und TISA. TTIP, die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA. CETA, die umfassende Wirtschafts- und Handelsvereinbarung zwischen der EU und Kanada. Und schließlich als schlimmstes TISA. Dienstleistungsabkommen zwischen einer Gruppe von Staaten, unter anderem der EU und den USA. Das Besondere, TISA soll ausländischen Anbietern den ungehinderten Zugang zu Bereichen von Dienstleistungen ermöglichen. Das klingt zunächst neutral, aber zum Beispiel das Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Kommunen, Stadtwerke oder unsere gesamte Bildung und Kunst. Alles das steht damit auf dem Spiel. Und dass wir uns nicht jeden Morgen diese Frage stellen müssen, sind wir heute da. Wir sind heute versammelt, unseren Unmut über diese ganze Entwicklung zu äußern. Wir wollen, dass unsere Sorgen gehört werden. Wir wollen diese Freihandelsabkommen nicht. Wir brauchen sie nicht. Wenn wir heute am 18. April protestieren, geschieht das vor dem Beginn der 9. Verhandlungsrunde zu TTIP, die am Montag
den 20. April in New York zwischen den USA und der EU aufgenommen wird. Und wieder in Geheimen. Trommeln. Ja. Man hat uns gesagt, wir werden alleine sein mit unserem Protest. Man hat uns gesagt, die meisten wollen das, die Freihandelsabkommen. Ein Mann, den wir alle gut kennen, der hat gesagt, das sind ja nur die Deutschen und die Österreicher. Und dann hat man ihn gefragt, warum? Und die Antwort kam prompt, die sind reich und hysterisch. Ihr kennt alle diesen Mann. Das sind wir doch alle, oder? Reich und hysterisch. Aber ich frage mich, wenn das unser Wirtschaftsminister und Vizekanzler ist, unser Volksvertreter, dann frage ich mich, wie vertritt der unser Volk in der Öffentlichkeit, und zwar der Weltöffentlichkeit? So über sein Volk in der Öffentlichkeit reden, ehrlich, ich möchte so nicht vertreten werden. Außerdem nur die Deutschen und die Österreicher. Wusste er es nicht besser, dann ist er offensichtlich schlecht informiert. Oder wollte er es nicht besser wissen, dann wollte er offensichtlich uns schlecht informieren. Dieser Tag startete als deutschlandweiter Aktionstag, aber schon bald hat man gemerkt, dass die ganze EU auf den Beinen ist. Dann hat man es einen EU-weiten Aktionstag genannt und dann hat man in die Welt hinausgeschaut und gesehen, die sind aber auch alle auf den Beinen. Heute ist es ein globaler Aktionstag. Überall in der ganzen Welt gehen heute die Menschen auf die Straße. So wie wir. Und das auf jedem Kontinent, ausgenommen vielleicht Antarktika. Aber die Pinguine, das tut mir leid, euch zu sagen, die sind gerade unterwegs beim Fischen und können heute nicht kommen. Aber sie lassen recht herzlich grüßen. Auf dem Global Trade Day Ticker sind ca. 640 Protestaktionen, Großaktionen angemeldet. Sogar auf Hawaii und den Fidschi-Inseln und auf Réunion im Indischen Ozean. Natürlich auch in New York, Tokio, London, Paris, Madrid, Rom und so weiter. Er heißt Globaler Aktionstag und er ist global. So machen wir unsere Globalisierung, eine Globalisierung der anderen Art. Wir sind also nicht allein mit unserem Protest. Wir als Bürger und Demokraten wollen gehört werden auf regionaler Ebene, im Freistaat Bayern, auf Bundesebene, in der Europäischen Union und natürlich auch auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans, den USA und Kanada. Wie gesagt, der Günther hat schon erwähnt, dass heute ein Großkampftag sozusagen ist. Wir sind zusammengekommen, unsere Protestaktion herauszuschreien, und das ist gut so. Und von hier aus auch Grüße an unsere Mitstreiter in Erlangen und Nürnberg, die ebenfalls eine Kundgebung in dieser Region abhalten. Ja, und dann gibt es noch einige Organisationshinweise. Im Anschluss an diese Kundgebung wollen wir zur Großkundgebung nach München fahren. Für diejenigen, die sich schon informiert haben, die Britta hier an der Seite, die nimmt noch Bestellungen für dieses Bayern-Ticket auf. Und dort könnt ihr euch eintragen und dann geht das Ganze weiter. Ja, nach München. Ganz kurz zum Ablauf noch. Als erster Redner wird Jürgen Schilling ans Mikrofon kommen, dann Paul Beitzer, gefolgt von dem Bundestagsabgeordneten Harald Weinberg von den Linken und Uwe Kekeritz, auch Bundestagsabgeordneter von den Grünen. So gegen 11.30 Uhr dürfen wir dann hier so weit unter alles unter Dach und Fach haben. Und ja, dann darf ich als ersten Redner den Jürgen auf die Bühne bitten. Ja, hallo wieder.
ja, muss mich erst an das Mikrofon gewöhnen. Hallo miteinander, ich freue mich, dass so viele da sind. Ich freue mich, dass das so ein breites Bündnis ist, das sich hier zusammengefunden hat, um gegen TTIP und die anderen Freihandelsabkommen zu demonstrieren. Und dass einfach dadurch, dass es so ein breites Bündnis ist, es nicht möglich ist, einzelne Gruppen irgendwo in eine Ecke zu stellen, wo man sagt, das sind Extremisten und Spinner, sondern es ist wirklich ein breites bürgerliches Bündnis, das sich hier wehrt. Und ich selber bin Biolandbauer und bin jetzt seit einem Jahr ungefähr im Kreistag für die ÖDP vertreten. Und das Freihandelsabkommen geht eigentlich für mich nahtlos über in den Kampf, den ich und viele von euch seit Jahren geführt haben gegen die Gentechnik. Und ich will zuerst einmal kurz erklären, freier Handel ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Es hört sich gut an. Aber was heißt freier Handel im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Nahrungsmittel? Jedes Land auf der Welt, das sich das einigermaßen leisten kann, ist in erster Linie mal bemüht, die eigene Ernährungsgrundlage zu sichern. Und in allen Ländern, die die finanziellen Möglichkeiten haben, wird die Landwirtschaft auf die eine oder andere Art und Weise unterstützt, um die eigene Nahrungsmittelgrundlage zu sichern. Und das, was dann im eigenen Land nicht gebraucht wird, das wird in aller Regel mit Subventionen auf dem Weltmarkt verkauft. Und das stört dann in anderen Gebieten dort die Strukturen, zerstört oft die Strukturen, weil die Weltmarktpreise haben nichts damit zu tun, wie die Erzeugerkosten sind, sondern die Weltmarktpreise werden so gemacht, dass man die Überschüsse verkaufen kann. Und es gibt da ein sehr schönes Zitat vom Henry Kissinger, das sehr plakativ ausspricht: Wer das Öl kontrolliert, beherrscht die Staaten. Wer die Nahrung kontrolliert, beherrscht die Völker. Und wer das Geld kontrolliert, beherrscht die Welt. Und das ist das, wie die amerikanische Politik seit Jahrzehnten gemacht wird. Das sieht man in der Realität. Und das ist letzten Endes, ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, dass wir es nur auf die Amerikaner schieben. Das ist letzten Endes das, wie alle unsere Großkonzerne ihre Politik machen. Es gibt ja zum Beispiel von Mercedes die Aussage, Mercedes ist eine große Bank mit einer kleinen Produktionsabteilung. Genau dieselbe Richtung. Und wenn man jetzt diesen Weltmarkt in Bezug auf Landwirtschaft, in Bezug auf Nahrungsmittel anschauen, dann ist es einfach so, wenn wir einen Weltmarkt haben ohne Regeln, dann herrscht dort das Recht des Stärkeren. Letzten Endes das Faustrecht, so wie es die Amerikaner uns vormachen in die Filme, die Cowboys. Wer schneller zieht, hat Recht. Und hinterher wird nicht mehr gefragt. Und was für uns eigentlich wichtig wäre in diesem Weltmarkt, gewisse Regeln. Jedes Land muss seine eigene Ernährungssouveränität sichern dürfen, auch unter Umständen mit Zöllen. Und ganz wichtig ist auch der freie Nachbau von Saatgut. Und da kommen wir jetzt ganz schnell wieder auf die Gentechnik. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wenn man versucht, über diese Freihandelsabkommen letzten Endes Regeln zu kappen, dann müssen wir uns mal ein bisschen anschauen, wie sind die Bedingungen in Amerika.
Wie ist dort der Markt? Im Prinzip ist es in Amerika so, es gab früher mal den Witz zwischen Deutschland und der DDR. In Deutschland ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. In der DDR ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Und hier könnte man es eigentlich genauso sagen. Bei uns in Europa gilt im Großen und Ganzen das Vorsorgeprinzip, auch wenn das oft durchlöchert worden ist schon. In Amerika ist so, da muss das Kind erst in den Brunnen fallen, bevor wir den Brunnen zudecken. Und dann sind natürlich diese Schlaglichter, die immer wieder in der Presse erscheinen, Chlorhühnchen, die in Amerika gang und gäbe sind, wo niemand mehr drüber nachdenkt, weil man einfach schneller schlachten kann, wenn man hinterher die Hühnchen durch das Chlorbad zieht und desinfiziert. Gentechnik wird in Amerika nicht deklariert. Das heißt, der Verbraucher weiß nicht, was er isst, ob es gentechnikfrei ist oder nicht. Es gab jetzt im letzten Jahr einen Anlauf in einem Bundesstaat, um diese Deklaration verpflichtend zu machen. Und alle Nahrungsmittelkonzerne waren sich sehr einig und haben da viel Geld in eine Werbekampagne investiert, um das zu verhindern. Es ist dann ganz knapp wirklich verhindert worden. Aber auch in Amerika wächst der Widerstand. Und auch in Amerika wächst der Widerstand gegen diese Freihandelsabkommen. Das ist also nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern auch in Amerika. Und wir kämpfen hier auch dafür, dass die Amerikaner, die sich gegen diese Freihandelsabkommen wehren, die wissen wollen, was in ihrem Essen drin ist, dass die mit Recht bekommen. Weil wenn bei uns das untergebuttert wird und diese amerikanischen Regeln kommen, dann haben die auch in Amerika keine Chance mehr. Und letzten Endes ist die Gentechnik so aus meiner Sicht das, was man wirklich als industrielle Landwirtschaft bezeichnen kann. Der Boden ist nur noch Standort, Pflanzen und Tiere sind nur noch Produktionsmittel. Der Mensch schwebt über allem und ist sich nicht mehr bewusst, dass wir auch ein Teil dieser Natur sind. Und die praktischen Auswirkungen sind halt dann zum Beispiel so, bei uns ist jetzt in den letzten Wochen immer wieder durch die Medien gegangen, das Problem, nicht alle sehen es als Problem, unsere Hühnerzüchtung ist so, dass wir Rassen haben, die Fleisch produzieren und Rassen, die Eier legen. Und wenn jetzt gerade beim Ausbrüten von eierlegenden Hühnerrassen dummerweise ein männliches Küken rauskommt, dann hat es halt Pech gehabt, dann wird es entsorgt. Und mittlerweile, vor 3-4 Jahren, war ein Kollege von mir in Amerika und der hat erzählt, auch dort ist es in der Milchviehhaltung schon so. Die Holsteins sind extrem auf hohe Milchleistung gezüchtet. Die Bullenkälber sind eigentlich wertlos, weil die Fleischleistung recht schlecht ist. Und er hat gesagt, das war so 10.000 Kuhbetrieb. Und da ist einer durchgegangen, beziehungsweise mit Pferd durchgeritten. Und die männlichen Kälber wurden gleich nach der Geburt erschossen. Der Abdecker hat sie dann geholt. Und das kann es ja wohl nicht sein. Und die Gentechnik ist ja ein großes Problem. Die Biobauern kämpfen ganz intensiv da, seit Jahren schon dagegen. Ich bin in den 80er Jahren mit der Landjugend in Berlin auf der Grünen Woche das erste Mal quasi damit ein bisschen in Kontakt gekommen. Und damals waren die Versprechungen, und die Versprechungen sind heute noch dieselben, dieser Firmen: Wir machen Gentechnik, damit die Bauern weniger Chemie einsetzen müssen, damit die Erträge steigen und wir dadurch den Welthunger bekämpfen können. Und wir schaffen Pflanzen, die
tolerant sind gegen Salz und die mehr Trockenheit aushalten und. Und was haben sie geschafft bis heute? Wir haben Pflanzen, die herbizidresistent sind, und wir haben ein paar Pflanzen, die selber gewisse Gifte transportieren. Und die anderen, die großen Versprechungen, sind nicht eingehalten worden. Der Chemieeinsatz hat sich deutlich erhöht auf den Flächen, wo Gentechnik angebaut wird. Und in Amerika spricht man davon, dass 200.000 Hektar mittlerweile nicht mehr zu bewirtschaften sind, weil auch die Unkräuter resistent geworden sind gegen den Chemieeinsatz. In Argentinien, wo sehr viel Soja herkommt, genveränderte Soja, da kann man, und das ist der Vorteil für die Anbauer der Gentechnik und wo man mit gutem Gewissen sagen kann, das ist industrialisierte Landwirtschaft. Da wird dann flächendeckend Soja angebaut, wird mit dem Flugzeug gespritzt, und wenn da irgendwie ein paar kleine Siedlungen zwischendrin sind, die haben Pech gehabt, ganz einfach. Die Krankheitsrate dort steigt massiv, Krebs nimmt massiv zu. In Indien hat man den Baumwollbauern das Blaue vom Himmel runter versprochen, sage ich jetzt einmal. Wir haben dort eine Selbstmordrate unter den Bauern, die ist zum Verzweifeln. Letzten Endes muss man sagen, die Gentechnik hat ihr Ziel, wenn man es an dem misst, was ich versprochen habe, total verfehlt. Wenn man es aus Sicht der Firmen sieht, dann haben sie wahrscheinlich ihr Ziel nicht verfehlt. Weil der Umsatz ist gestiegen, der Umsatz an Spritzmittel ist massiv gestiegen, die Gewinne der Firmen sind gestiegen. Und für die Firmen hat es weiterhin geklappt, und die Abhängigkeit der Bauern ist größer als jemals. Vom Saatgut und damit verbunden das komplette Spritzmittelpaket. In Deutschland sind wir relativ stolz, und ich denke das auch zu Recht, dass unsere Bauern eine gute Ausbildung haben. Vor 5-6 Jahren war ein Sojaanbauer und ein Wissenschaftler aus Amerika da, die in verschiedenen Veranstaltungen hier berichtet haben, wie die Auswirkungen der Gentechnik bei ihnen sind. Und das, was mich da am meisten erschüttert hat, der Sojabauer hat gesagt, er ist jetzt dabei, wieder umzustellen auf gentechnikfreie Soja, was durchaus etwas schwierig ist, aber möglich. Und er hat gesagt, wir bauen jetzt seit gut 10 Jahren kommerziell genveränderte Pflanzen an, also Soja und Mais hauptsächlich. Und die Kollegen haben mittlerweile keinen Plan mehr, wie man Unkrautkontrolle machen kann, außer Roundup in die Spritze rein und losfahren. Und dieses landwirtschaftliche Wissen, dieses handwerkliche Wissen und Können ist innerhalb von 10 Jahren verloren gegangen. Und die Bauern sind völlig abhängig von den Konzernen. Und das kann sicher nicht unser Weg sein in Europa. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, wie Gentechnik funktioniert. Und ich bringe das recht gern, weil es einfach so plastisch ist und den ganzen Bereich aufzeigt, was da für Schwachsinn läuft. Es gibt eine Tomate, Black Sun heißt die. Bei dieser Tomate wurden Gene des Löwenmäulchens eingekreuzt. Die Tomate hat jetzt eine sehr dunkle, fast schwarze Färbung, deshalb heißt sie Black Sun. Und diese schwarze Färbung kommt vor allem daher, weil diese Tomate einen sehr hohen Gehalt an Anthocyanen hat. Und die Wissenschaftler, die diese Tomate kreiert haben, machen dann damit Reklame, dass die Anthocyane ja gewissermaßen schon nachgewiesen
Weise krebshemmend sind. Das hört sich jetzt alles ganz gut an. Nur wenn man ein bisschen Hintergrundinformationen hat, dann sieht man, was für Schwachsinn da abläuft. Erstens, es gibt Tomaten in allen Falschschattierungen. Es hat mehr oder weniger gleichzeitig zu diesen englischen Wissenschaftlern, die diesen Gentechnikversuch gemacht haben, haben italienische Wissenschaftler auf konventionellem Weg eine Tomate auch mit erhöhtem Anthocyan-Gehalt gezüchtet. Das heißt, völlig überflüssig, dass man da Gentechnik braucht. Und wenn man jetzt noch dazu weiß, Anfang 1900 hat in Amerika ein Arzt das rausgefunden, dass diese Anthocyane Krebs bremsen bzw. sogar Krebs heilen können. Und dieser Arzt und alle Leute, die nach dieser Methode Krebskranke behandeln, der wird von unserer offiziellen Medizin dermaßen fertig gemacht, dass es nicht mehr schön ist. Und jetzt kommen ein paar und sagen, ja, wissen wir, brauchen wir Gentechnik dazu. Und es geht nur darum, Geld zu verdienen und Abhängigkeiten zu schaffen. Und in Amerika haben wir jetzt das Problem, die Amerikaner bauen sehr viel genveränderte Pflanzen an und haben mittlerweile einen Berg von Tausenden von Tonnen, die sie nicht mehr verkaufen können, weil nicht bloß in Europa die Leute es nicht wollen, sondern auch China und andere Länder schicken das Zeug zurück, wenn es genversaut ist. Und jetzt wollen die Amerikaner natürlich auf dem Umweg über das Freihandelsabkommen, deklarieren wir immer und dann bringen wir unser Zeug alles los. Und wir brauchen deshalb keine Freihandelsabkommen, sondern wir brauchen Transparenz und keine Geheimverhandlungen. Das muss in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Menschenrechte müssen Vorrang vor Konzernprofiten haben. Und wir brauchen Abgeordnete im Europaparlament wie den Ron Paul, das ist ein amerikanischer Kongressabgeordneter. Der wurde gefragt, weshalb er einige Gesetzentwürfe abgelehnt hat. Und er hat gesagt, ich habe sie gelesen. Und wenn man die Europaabgeordneten nicht einmal das lesen will oder nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen, diese Freihandelsabkommen, dann kann man sie nur ablehnen. Eindrucksvolle Worte. Und wie gesagt, wir müssen weitermachen. Und als Nächsten darf ich auf die Bühne bitten, den Paul Beitzer. Jawohl. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, zunächst möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken beim Bündnis Stopp TTIP Ansbach Stadt und Land, dass ich hier heute die Gelegenheit habe, für den BN zu sprechen. Und ich bin natürlich sehr gerne gekommen. Wir unterhalten uns heute über das Transatlantic Trade and Investment Partnership Abkommen. Klingt ja super. Also muss ich sagen, wenn das liest, das geht runter wie Öl. Aber da muss man vorsichtig sein. In meinen Augen sind solche schönfärberischen Bezeichnungen der pure Euphemismus. Denn was verbirgt sich denn hinter TTIP? Im Kern, liebe Freunde, droht uns die Absenkung der bestehenden Standards für Mensch und Umwelt. Und zwar in vielen Bereichen. Wir sprechen von der Chemikalienpolitik, wir sprechen von der Landwirtschaft, von der Energiepolitik. Es betrifft die öffentliche Beschaffung, es betrifft unsere Daseinsvorsorge in den Kommunen, es betrifft natürlich auch die Arbeitnehmerrechte ganz erheblich und es betrifft den Datenschutz. Und das Ganze wird dann noch abgerundet vom sogenannten Investitionsschutz mit Investoren-Staat-Schiedsmechanismus, ISDS. Und das räumt der Wirtschaft eine Stellung ein, die wir so nicht haben.
akzeptieren können. Wie wird uns das Ganze denn jetzt dann schmackhaft gemacht? Da wird natürlich viel versprochen. Und zwar nicht weniger als Wachstum und Wohlstand. Aber da muss man dann schon ein bisschen genauer hinschauen. Und da gibt es unterschiedlichste Untersuchungen dazu. Das Interessante ist, die differieren um bis zu 3000%. Ich schaue mir jetzt einmal die Untersuchung an, die von der EU ist. Die sollte ja vielleicht stimmen. Und zwar gibt es da ein Institut, Center for Economic Policy Research, und die haben sich das genauer angeschaut und sie kommen zu der sagenhaften Aussage, dass TTIP, wenn es voll durchgeführt wird, die nächsten 10 bis 15 Jahre in den USA eine Wirtschaftssteigerung von 0,028% und in der EU eine Wirtschaftssteigerung von 0,034% bringen wird. Ihr habt recht, es ist der pure Wahnsinn. So ein Konjunkturprogramm habe ich in meiner politischen Zeit noch nicht erlebt. Da ist jede Schwankung beim Ölpreis oder bei der Zinspolitik, wird das Ganze über den Haufen werfen und das wird Makulatur sein. Im Prinzip, liebe Freunde, wird uns hier Sand in die Augen gestreut. Und wir vom BN, wir sagen eher, lasst uns doch mal drüber nachdenken, was Wirtschaftswachstum sein muss. Wem soll es dienen? Und wohin soll es führen? Wir brauchen ein soziales und ökologisches Wachstum und nicht ein Wachstum, das auf fragwürdigen Verhandlungen zwischen Europa und USA basiert. Ich gehe jetzt auf ein paar Punkte ein, die den BN besonders betreffen und besonders interessieren. Das erste ist natürlich die Chemikalienpolitik. Mein Vorredner hat es gerade schon angesprochen, in Europa gilt, und da sage ich Gott sei Dank, das Vorsorgeprinzip des Staates. In den USA ist die Beweislast genau umgekehrt. Da muss erst die Schädlichkeit einer Substanz vor Gericht bewiesen werden, bevor der Staat einschreiten kann. Ich sage euch ein Beispiel, Asbest kennen wir alle. Hat bei uns natürlich auch rund 70 Jahre gedauert, bis dann endlich vom Tisch war das Thema. Aber in den USA gibt es noch heute. Resultat dieser anderen Herangehensweise an die Beurteilung von Chemikalien. Und deswegen laufen ja in den USA die Wirtschaftsverbände Sturm gegen unsere Gegnerschaft. Die wollen, dass TTIP kommt, weil das Ganze natürlich auch eine zweite Variante hat. Im Rahmen von TTIP soll ein Sonderkapitel mit Regeln zu Handelserleichterungen für Chemikalien erlassen werden und es soll die weitergehende Kooperation zwischen den USA und Europa in der Chemikalienpolitik geregelt werden. Da wissen wir doch ganz genau, wo das hinführen wird. Das geht noch einen Schritt weiter. Wir haben in der EU die Chemikalienverordnung REACH. Die ist auch dem Vorsorgegedanken verpflichtet. In den USA heißt das Ganze Toxic Substances Control Act. Und ist genau andersrum. Da geht man einfach einmal davon aus, eine Chemikalie an sich ist zunächst einmal ungefährlich. Und dann muss das amerikanische Umweltbundesamt selber nachweisen, dass diese Sache nicht den Menschen dient, sondern gefährlich ist. Und dann erst kann was passieren. Aber die Erfahrung zeigt in den letzten Jahren, es ist noch keine einzige Chemikalie in den USA auf der Basis dieses Verfahrens verboten worden. Und dann kriegt es noch einen ganz besonderen Touch, wenn man das Thema Fracking anspricht. Mit REACH, wie wir es in Europa haben, wird es nicht einfach sein, Fracking einzuführen, weil dieser Chemie-Cocktail, der uns da präsentiert wird, der würde bei REACH erhebliche Schwierigkeiten haben, genehmigt zu werden. Bei den Amerikanern schaut das ganz anders aus. Die Absicht ist uns allen klar und wir wollen nicht, dass über TTIP das Fracking in Europa Boden fasst. Das nächste Kapitel, was uns als BN betrifft, ist natürlich der Naturschutz und die biologische Vielfalt. Da sagt so mancher vielleicht, naja, was hat TTIP mit Naturschutz zu tun? Aber hier kommt natürlich wieder der Faktor ins Spiel, dass Unternehmen klagen können, wenn ihre Profite reduziert werden. Und machen wir uns nichts vor, jedes Naturschutzgebiet,
jeder Nationalpark, jedes Biosphärenreservat bringt natürlich auch Einschränkungen in der Vermarktbarkeit und in der Ausbeutbarkeit dieser Böden mit sich. Das gibt's nicht zum Nulltarif. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da dagegen Konzerne klagen könnten, dann kommt einem natürlich das kalte Grausen. Und die Behörden, liebe Freunde, die werden natürlich kalte Füße kriegen, weil wenn ihnen immer dieses Damoklesschwert der gerichtlichen Androhung im Nacken schwebt, dann werden sie sehr viel vorsichtiger sein bei der Ausweitung von Naturschutzgebieten. Und was wir Kommunalpolitiker hier... Was wir Kommunalpolitiker hier auch mit großer Sorge sehen, ist der Angriff auf die Eingriffsregelungen, die wir haben. Das muss ich vielleicht ein bisschen erläutern. Wenn heute ein Industriegebiet geplant wird, wenn ein Haus gebaut wird, ein Wohngebiet, dann muss man immer zuerst einmal schauen, dass bei dieser Planung die Natur an sich nicht drunter leiden soll. Das ist natürlich in den seltensten Fällen der Fall, das wissen wir alle. Das heißt, jede Baumaßnahme zieht natürlich eine Beeinträchtigung von natürlichen Ressourcen nach sich. Aber dann haben wir, Gott sei Dank, dieses Instrument des ökologischen Ausgleichs. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das oftmals nicht optimal praktiziert wird, aber es ist immerhin ein Ansatzpunkt. Das heißt, wenn ich in der Natur etwas baue und damit Natur zerstöre, muss ich an einer anderen Stelle einen Ausgleich dafür schaffen. Und sowas ist natürlich unter der Basis von TTIP in Zukunft unmöglich. Und das darf nicht sein, da haben wir jahrzehntelang dafür gekämpft. Letzter Punkt, Landwirtschaft. Der Kollege Schilling hat ja sehr ausführlich und genau das mit der Gentechnik schon geschildert, da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Und so mancher denkt, was interessiert den BN die Landwirtschaft? Das ist nicht so. Wir stehen auf der Seite der kleinen und mittleren Betriebe. Und da wird es nämlich genauso sein, dass TTIP die Basis für diesen Betrieben die Basis entzieht. Weil solche Dinge kommen werden wie Hormone zur Wachstumsförderung, Zulassung von in der EU verbotenen Pestiziden, Verabreichung von bei uns nicht zugelassenen Futtermittelzusätzen und natürlich, was der Kollege Schilling auch geschildert hat, das altbekannte Chlorhühnchen. Das alles nützt nur der agrarischen Großindustrie. Und ich weiß, schon in den 90er war immer die Devise, wachsen oder weichen. Und das kann es nicht sein, weil wir uns eine andere bäuerliche Landwirtschaft vorstellen. Erlaubt mir vielleicht zum Abschluss noch einen kurzen Exkurs. Die wenigsten werden mich genauer kennen. Ich bin aus Dinkelsbühl, sitze dort seit den 90er Jahren für die SPD im Stadtrat. Seit 2008 bin ich auch im Kreistag. In Dinkelsbühl bin ich seit 2011 erster Bürgermeister. Und deswegen möchte ich schon einmal einen Appell an meine Genossinnen und Genossen richten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind Anfang dieses Jahrtausends den Sirenenklängen einer neoliberalen Ideologie erlegen. Wir haben uns nicht entschieden gewehrt gegen die Liberalisierung des Finanzsektors. Wir haben Hedgefonds zugelassen, wie sie die USA und Großbritannien wollten. Und das Resultat haben alle wir ausbaden müssen. Das war nämlich die Finanzkrise, unter deren Folgen wir heute noch leiden. Deswegen stimmt es mich hoffnungsvoll, dass mein Parteifreund Mali in Nürnberg auf der Kundgebung spricht. Ich hoffe, er wird sich auch eindeutig äußern. Denn TTIP nützt auch der deutschen Wirtschaft nicht wirklich. Abschließen will ich mit einem Zitat unseres Vorsitzenden Hubert Weiger. Der sagt, hinter diesen beschönigenden Begriffen wie Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse, Investitionsschiedsgerichtbarkeit oder regulatorische Zusammenarbeit verbergen sich reale Gefahren für den Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz wie auch für unsere rechtsstaatlichen Verfahren und für unsere Demokratie. Deshalb sagt der BN zusammen mit euch eindeutig Nein zu TTIP, denn das Gemeinwohl ist in unseren Augen nicht verhandelbar. Danke. Herzlichen Dank, Paul Weitzer, für die klaren Worte.
Da gibt es Leute, die sagen, da sind doch nur ein paar linke Spinner und ein paar Öko-Freaks sind auch dabei. Die zählen doch nicht, die haben ja sowieso keine Ahnung. Nun, wir zeigen heute, dass dem nicht so ist. Nicht nur unsere Mitgliedsorganisationen unseres Bündnisses zeigen, wie breit wir aufgestellt sind. Und man hört es jetzt auch immer wieder, was wir für Fachleute auch haben, die sich wirklich auskennen damit. Wir haben heute hier in Ansbach auch das Privileg auf dieser Kundgebung, dass wir die ganze Breite des Parteienspektrums aufweisen können. Jürgen Schilling ist von der ÖDP, Paul Weitzer haben wir gerade gehört, SPD, Harald Weinberg, sogar Bundestagsabgeordneter der Linken, ebenso Uwe Kekeritz als Bundestagsabgeordneter der Grünen. Ein fünfter Redner hat aus terminlichen Gründen leider absagen müssen, Josef Göppel. Nein, keine Häme, wir meinen das ganz ernst. Bundestagsabgeordneter der CSU, allerdings, und das dürfen wir ausdrücklich hier sagen, das hat er uns aufgetragen, er lässt ganz herzlich grüßen und wünscht unserer Veranstaltung alles Gute. Er ist auch gegen diese Art von Freihandelsabkommen. Also haben wir im Geiste die CSU auch auf unserer Seite. So, und nun kommt als nächstes Harald Weinberg, MdB für die Linke. Dankeschön. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ob wir wirklich die ganze Union auf unserer Seite haben, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall Einzelne, das gebe ich zu, Einzelne haben darüber nachgedacht, dass das in der Tat nichts ist mit diesen Freihandelsabkommen und dass man diese Freihandelsabkommen bekämpfen muss oder beziehungsweise kritisch begleiten muss. Dazu gehört Josef Göppel allemal, das ist richtig. Wir haben eben einen Flashmob erlebt als Solidarität mit Griechenland. Vielen Dank dafür nochmal von meiner Seite. Man kann die Frage stellen, ob es da einen Zusammenhang mit unserem Thema gegen TTIP, CETA und Co. gibt. Ich glaube durchaus, dass es das gibt. Und zwar in der Frage der Aushebelung und Suspendierung von Demokratie oder auch der Schaffung einer, wie Kanzlerin Merkel es sagt, marktkonformen Demokratie. Ich weiß nicht, wer von euch oder von Ihnen die Dokumentation von Harald Schumann mit dem Titel Macht ohne Kontrolle, die Troika, gesehen hat. Ich kann sie nur empfehlen. Man kann sie nach wie vor auf der Arte-Mediathek herunterladen. Dort wird detailliert geschildert und dokumentiert, wie das konkret ausschaut, wenn eine demokratisch unlegitimierte und völlig unkontrollierte Macht sich über demokratische Regierungen stellt und per Erpressung Dinge durchsetzt. Das muss man sich durchaus sehr handfest vorstellen. Dort wird unter anderem gezeigt, dass der Leiter einer 66-köpfigen Troika-Delegation, der Herr Paul Thomsen seinerzeit, nachts um 11 den damaligen Minister für die Verwaltungsreform, Herrn Antonis Manitakis, zu sich bestellt hat und gesagt hat, es müssen weitere 3000 Stellen abgebaut werden, und zwar jetzt sofort. Anderenfalls würden die nächste Tranche von 8 Milliarden nicht freigeschaltet werden. Diese 8 Milliarden gehen ja überhaupt nicht nach Griechenland, das wissen wir alle. Die gehen im Wesentlichen halt zu 80, fast 90% an die Gläubigerbanken. Sie landen gar nicht in Griechenland. Aber man muss sich das vorstellen, wie das sozusagen handfest funktioniert. Da werden sozusagen Menschen in grauen Maßanzügen mit Schlips und Kragen, ich betone das deswegen, weil man sich in der deutschen Öffentlichkeit so tierisch aufgeregt hat über den legeren Kleidungsstil vom aktuellen griechischen Finanzminister Varoufakis. Meine Erfahrung ist, dass man eher denen in den Maßanzügen mit Schlips und Anzug nicht trauen sollte. Also, diese gut gekleideten Herrschaften hatten unmittelbaren Zugang zu den Ministerien, haben Gesetzesvorlagen formuliert und dann durchgesetzt, dass, eine kleine Auswahl nur, Tausende ihren Arbeitsplatz verloren haben, Renten drastisch gekürzt worden sind, Tarifverträge und Arbeitnehmerrechte außer Kraft gesetzt worden sind, öffentliches Eigentum weit unter Wert an Private verhökert worden ist, im Sozial- und Gesundheitsbereich drastische Kürzungen vorgenommen worden sind, 40% der öffentlichen Krankenhäuser geschlossen worden sind, die Hälfte der Ärzte in den Polikliniken entlassen worden sind. Es sind in Griechenland wieder Krankheiten aufgetreten, die vorher im Prinzip weg waren. Tuberkulose, Hepatitis, Malaria und so weiter und so fort. Die Suizidrate ist nach oben gegangen. Das öffentliche Gesundheitswesen ist nahezu zerstört
und deren lukrativer Teil privatisiert worden. Ein Arzt in einer Sozialklinik in Athen hat es mal so zusammengefasst: Wer Geld hat, lebt, wer keines hat, der stirbt. Und das in Europa, in der EU, das ist ein EU-Land, das ist kein Entwicklungsland, über das wir hier reden. Und er hat gleichzeitig gesagt und gefordert, dass die Verantwortlichen, auch der Troika, sich vor Gericht davor verantworten sollten. Dazu wird es leider nicht kommen. Dazu wird es leider nicht kommen, denn Tatsache ist, dass alle, die mit sozusagen dieser Euro-Rettung befasst sind, Immunität bekommen haben für ihr Tun und Handeln. Warum wohl? Das muss man sich fragen. Und vor diesem Hintergrund, was sind die Bezüge zu unserem Thema, zu den Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TISA? Es gibt gleich mehrere, wie ich meine. Das erste ist die Schiedsgerichte, die sind ja schon angesprochen worden, und damit die Klagerechte von Unternehmen und Konzernen gegen Gesetze souveräner Länder. Die haben Rückwirkungen auf die parlamentarische Demokratie und das parlamentarische Geschehen, vergleichbar mit der drohenden Knute der Troika auf das Parlament in Griechenland. Dazu der Verfassungsrechtler Axel Flessner, Zitat: Die Parlamente müssen vor jedem Gesetz, das die Wirtschaft berührt, die finanzielle Haftung ihres Staates für Einbußen einer unbestimmten Zahl von nordamerikanischen Investoren einkalkulieren. Sie werden dadurch eingeschüchtert und zu eigentlich sachfremden Erwägungen veranlasst. Außerdem wird, wenn der Staat tatsächlich zur Zahlung verurteilt wird und zahlen muss, ihre Haushaltshoheit, ein zentrales Parlamentsrecht in der Demokratie, vereitelt. Also nur die bloße Existenz von dieser Schiedsgerichtsbarkeit schadet der Demokratie und muss insofern komplett abgelehnt werden. Und es sind in den Verträgen sogenannte regulatorische Kooperationen vorgesehen. Das ist ja bereits genannt worden. Es wird in Form eines Regularity Council, ist das sozusagen, vorgesehen, die mit Exekutivvertretern der Vertragsparteien besetzt werden und die Aufgabe haben, jedes Gesetzesvorhaben im Vertragsgebiet darauf zu überprüfen, ob es mit dem Abkommen übereinstimmt oder dagegen verstößt. Bei Verstößen sollen dann Änderungen eingefordert und durchgesetzt werden. Das wäre dann in der Tat eine Art Zensurstelle der marktkonformen Demokratie, die sich auch schnell zu einer Troika-ähnlichen Struktur ausweiten könnte. Nun kennen wir auch heute schon den massiven Einfluss der Wirtschaft auf Gesetzgebungsgeschehen, bis hin zu Formulierungshilfen bei Gesetzen und Gestellungskräften in den Ministerien. Aber dass eine schlechte Praxis bereits existiert, kann und darf nicht legitimieren, diese dann noch weiter zu verschlechtern. Allein dieser Anschlag auf die Demokratie würde reichen, um diese Abkommen rundweg abzulehnen. Es geht aber bei den sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen nicht nur um technische Standards, nicht nur um Gentechnik, nicht nur um Umweltstandards, nicht nur um landwirtschaftliche Standards, sondern auch, wie in Griechenland, Portugal, Spanien, Irland, Frankreich und Italien, um soziale und arbeitsrechtliche Standards. Nehmen wir das Arbeitsrecht. Beim Arbeitsrecht gibt es 8 Kernnormen der International Labour Organization, das ist eine Unterorganisation der UNO. Diese lauten: Koalitionsfreiheit, also dass Arbeitnehmer sich zusammenschließen dürfen, überhaupt in Gewerkschaften, Recht auf kollektiv verhandelte Tarifverträge, Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit, Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auch bei den Geschlechtern, Festlegung eines Mindestalters für den Eintritt in das Arbeitsverhältnis, Verbot der Diskriminierung in der Arbeitswelt wegen Rasse, Geschlecht, Religion, politische Meinung, nationaler oder sozialer Herkunft. Diese 6 von den 8 genannten Kernnormen der ILO, die eigentlich selbstverständliche Normen sein sollten, wenn man sie so hört, hat die USA bis heute nicht ratifiziert. Nicht ratifiziert. Ratifiziert wurden 2 ganz andere Normen, nämlich die Abschaffung der Zwangsarbeit als Disziplinierungs- und Strafmaßnahme und die Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Das sind die 2 anderen verbleibenden ILO-Rechtsnormen. Also die USA hat sozusagen Selbstverständlichkeiten, was die Frage Koalitionsfreiheit, was die Frage gewerkschaftliche Betätigung betrifft, nicht ratifiziert bisher. Das Ergebnis kennen wir auch in Deutschland, auch in Europa. Es ist ein eisenharter Kampf US-amerikanischer Firmen gegen jede Form von Mitbestimmung und Tarifbindung, wie wir das zum Beispiel bei Amazon, bei McDonald's, bei Burger King und so weiter und so fort erleben. Bei Amazon streiken sie, glaube ich, inzwischen halt eben fast über ein Jahr oder fast anderthalb Jahre um einen Tarifvertrag, und Amazon verweigert diesen Tarifvertrag bis heute.
Wir haben in den USA weitgehend gewerkschaftsfreie Zonen, vor allem im Süden. Und wir haben sogenannte transatlantische Sonderzonen in 25 von 50 Staaten. Das bedeutet, da gelten sogenannte Right-to-Work-Gesetze. Das klingt schön, wie alles halt in diesem Zusammenhang mit Freihandel und so weiter und so fort. Es heißt aber nicht sozusagen, dass man ein Recht auf Arbeit hätte, sondern dass man den Arbeitnehmerinnen ein Recht einräumt, auch dann zur Arbeit zu gehen, wenn ein Betrieb bestreikt wird. Es geht hier also um die Frage, dass sozusagen Streikrecht illegalisiert wird und Streikrecht ausgehebelt wird. Europäische und insbesondere deutsche Unternehmen siedeln sich gerne in diesen Sonderzonen an. Die EU-Staaten ihrerseits haben alle sogenannten 8 ILO-Kernnormen ratifiziert. Das heißt aber nicht, dass diese Normen unangefochten sind. Ich habe gerade auf Griechenland verwiesen. Insbesondere über die Troika werden sie immer wieder verletzt oder ausgehebelt, wie das Beispiel Griechenland sehr deutlich zeigt. Werner Rügemer, ein Publizist im Arbeitnehmerbereich, zieht daraus folgendes Fazit. Die Gefahr bei TTIP besteht gerade darin, dass mit den USA und der EU zwei Verhandlungspartner aufeinandertreffen, die ihre geschilderten schlechten Praxen jetzt miteinander harmonisieren wollen. Das ist das Ergebnis dann am Ende. Wir werden am Ende sozusagen eine schlechte Praxis aus den USA und eine schlechte Praxis aus der EU miteinander harmonisiert haben. Und das läuft, funktioniert meistens additiv. Also es wird noch schlechter. Vor dem Hintergrund dieser Praktiken kann einem nur Angst und Bange werden. Das sind Abkommen zugunsten der transnationalen Konzerne und ihrer politischen Lakaien zu Lasten Dritter. Und diese Dritte, das sind wir, diejenigen, die auf einen funktionierenden Sozialstaat angewiesen sind, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Gewerkschaften angewiesen sind und die kleinen und mittleren Unternehmen. Zu deren Lasten sollen hier Verträge ausgehandelt werden. Der Widerstand wächst allerdings. Wir haben inzwischen bei dem selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative über 2,5 Millionen Unterschriften. Es werden täglich mehr. Und es gibt eine Selbsteinschätzung der TTIP-Befürworter in Brüssel auf europäischer Ebene. Und diese Selbsteinschätzung sagt, den öffentlichen Kampf um TTIP und das Freihandelsabkommen, in der ersten Runde zumindest, haben sie verloren. Sie schätzen selber ein, dass sie in der Öffentlichkeit nicht haben durchdringen können. Sie schätzen selber ein, dass sie große Fehler gemacht haben in der Frage der Transparenz. Sie schätzen selber ein, dass es ein großer Fehler war, dass die Europäische Bürgerinitiative als offizielle Bürgerinitiative nicht zuzulassen, weil das im Prinzip nach hinten losgegangen ist. Und insofern sind sie derzeit in der Defensive. Jetzt versuchen sie wieder in die Offensive zu kommen. Ich sag mal, diese 5 Gründe für TTIP, die Gabriel halt eben in dieser komischen Zeitung mit den großen Buchstaben halt eben vorgebracht hat, das ist eine Reaktion darauf, dass man versucht, jetzt sozusagen verloren gegangenes öffentliches Vertrauen wieder über diesen Weg herzustellen. Die politische Konstellation ist allerdings so, dass man sagen muss, wir haben in den Parlamenten sowohl auf der europäischen Ebene als auch in den meisten europäischen Ländern eine klare Mehrheit derzeit noch für TTIP. Und da kommt es natürlich sehr darauf an, deswegen bin ich auch sehr froh, dass hier der Bürgermeister gerade geredet hat mit einem SPD-Parteibuch, weil es wird entscheidend auf die SPD in dieser Frage ankommen. In der SPD gibt es einen großen Widerstand inzwischen, aber der hat sich noch nicht durchsetzen können. Es ist in der SPD, wie es immer ist, der Widerstand kommt von unten und von oben wird er sozusagen kanalisiert und ist dann, naja, man versucht ihn dann wegzubekommen. Ich hoffe, dass es diesmal nicht gelingt, ihn wieder wegzubekommen. Und vor dem Hintergrund, was ich gerade ausgeführt habe, was diesen Verfassungsrechtler betrifft, muss man natürlich auch erwägen, sollte es dann zu einem Zustimmungsgesetz kommen und sollte dieses Zustimmungsgesetz eine Mehrheit bekommen, dass man dann sehr klar auch nochmal überlegt, ob man an dieser Stelle da nicht schnell eine Verfassungsbeschwerde versucht einzulegen, weil ich glaube, dass man da durchaus eine gute Möglichkeit hätte, es an dieser Stelle eventuell auch nochmal zu Fall zu bringen. Lass mich abschließen nochmal mit einem Punkt. Ich glaube nämlich, dass dieses Thema schon nochmal sehr grundsätzliche Fragen nach der Zukunftsfähigkeit unseres bestehenden kapitalistischen Entwicklungsmodells stellt. Neben der notwendigen Abwehr und Verhinderung sind auch Schritte meines Erachtens notwendig, dass die Völker positiv formulieren, nicht nur negativ formulieren, was sie nicht wollen, sondern positiv formulieren, wie sie zusammenleben wollen, wie sie in Zukunft miteinander und in Einklang mit der Natur leben wollen.
Es ist aus meiner Sicht Zeit für eine positive Utopie. Ein Abkommen zwischen den Völkern, das ein gutes Leben für alle ermöglicht, ohne das Klima und die Natur weiter zu zerstören, ohne sich wechselseitig zu übervorteilen, ohne Kriege und militärische Gewalt, ohne Hunger und soziale Verelendung und Ausbeutung. Ich weiß, das klingt utopisch, das klingt ein bisschen nach John Lennon, Imagine. Aber eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt, ist es doch viel utopischer, weil völlig unrealistisch, dass wir auf dieser endlichen Erde, die unser aller Heimat ist, bei demnächst 10 Milliarden Menschen dieses Entwicklungsmodell, das auf exponentielles Wachstum angewiesen ist, einfach fortsetzen können. Wir können es nicht fortsetzen. Das wäre viel utopischer. Wenn wir also die Kurve kriegen wollen, dann müssen wir an dieser Utopie des guten Lebens für alle arbeiten. Und um dafür die Agenda entwickeln zu können, die ist ja noch nicht entwickelt, müssen wir als erstes die Agenda dieses Freihandelsabkommens durchkreuzen. Die Chancen sind da, packen wir es an. Wir demonstrieren heute, wie viele tausend Menschen in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt gegen ein Projekt, das unsere demokratischen Grundstrukturen angreift. Und das ist etwas, das auch der liebe Gott nicht möchte. Drum hat er uns die Sonne heute geschickt, um hier gut demonstrieren zu können. Die Demonstrationen sind getragen vom festen Willen der Menschen, die demokratischen Grundstrukturen unserer Gesellschaft zu verteidigen. Wir verteidigen damit aber auch die europäische Idee, die durch die Handelsverträge massiv angegriffen werden. Wir wollen kein Europa, in dem die internationalen Großkonzerne die Spielregeln der gesellschaftlichen Ordnung diktieren. Und mit dieser Demonstration demonstrieren wir auch heute gegen den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. In diesem Vertrag wird nämlich festgelegt, dass für Investitionen ein Höchstmaß an Rechtsschutz und Rechtssicherheit durchgesetzt wird. Was bitteschön ist ein Höchstmaß an Rechtsschutz und Rechtssicherheit für Investitionen? Selbstverständlich, und damit ich hier nicht falsch verstanden werde, brauchen Investitionen Rechtssicherheit. Aber die haben wir in Deutschland, die haben wir in Europa, in den USA. In den meisten Ländern der Welt besteht dieses. Also dafür brauchen wir kein TTIP. Seit Einstein wissen wir, dass alles relativ ist. Ein Höchstschutz für Investitionen steht im gesellschaftlichen Prozess immer in Relation zu Menschenrechten, zu Arbeitsrechten, zu sozialen und ökologischen Rechten. Und ich möchte daran erinnern, dass unser heutiges Rechtssystem, unsere heutigen gesellschaftlichen Strukturen kein Geschenk des Himmels sind, sondern das Ergebnis von über 200 Jahren gesellschaftlichen Kampfes, der oft blutig und grausam war. Und unser heutiges deutsches, europäisches, internationales Recht ist eine historische Leistung unserer Vorfahren. Und wir dürfen das durch solche Verträge nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und ich kann es nicht lassen. Wir müssen die SPD daran erinnern, dass sie in den letzten 150 Jahren federführend für eine andere Gesellschaftsstruktur gekämpft haben. Es ist nicht einzusehen, warum Gabriel solche rechtlichen Positionen, die wir uns erarbeitet haben im letzten Jahrhundert, leichtfertig aufs Spiel setzt. Und ich muss es nicht extra erwähnen, diese Verträge gefährden in einem hohen Maße die europäische Idee. Auch in diesem Sinne sind die geplanten Verträge extrem schädlich. Wir wollen ein Europa der Menschen, der sozialen Gerechtigkeit, der fairen Teilhabe. Ein Europa, in dem Handel und auch Investitionen gute Voraussetzungen haben und gedeihen können. Ein Europa der Dominanz der Investoren ist aber kein Europa der Menschen und ein solches Europa lehnen wir ab. Ich halte viele Vorträge zum Thema TTIP, CETA, EPA, WEPA und so weiter, TISA. Und eine Frage wird mir immer wieder gestellt. Und das ist die schwierigste Frage, die ich kaum beantworten kann. Warum sind Abgeordnete bereit, einen solchen Vertrag zu unterzeichnen?
Ich als Abgeordneter habe von den Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag bekommen, Politik in diesem Land mitzugestalten. Wenn ich heute TTIP, CETA und Co. unterzeichne, gebe ich viele meiner Pflichten und Rechte als Abgeordneter ab an einen völkerrechtlichen Vertrag, der mir in Zukunft einfach weniger Handlungsmöglichkeiten einräumt. Das ist eine Selbstentmachtung der Abgeordneten. Und das muss man den Abgeordneten auch deutlich sagen. Dazu habt ihr kein Recht. Und dass das nicht nur ein theoretisches, abstraktes Problem ist, möchte ich Ihnen an einem kleinen Beispiel zeigen. Die Firma Philip Morris verklagt Australien wegen einer Änderung der Darstellung von Zigarettenschachteln. Die australische Regierung hat gesagt, also wir müssen etwas für die Gesundheit der Bürger tun und wir müssen dafür sorgen, dass weniger geraucht wird. Dann haben sie ein Gesetz erlassen, wo drauf stand, die Zigarettenschachteln müssen mit Shocking Pictures und mit warnenden Aufschriften versehen werden. Und daraufhin hat Philip Morris Australien verklagt. Die Geschichte kennen Sie vielleicht. Vielleicht wissen Sie aber nicht, dass Neuseeland das Gleiche vorhatte, aber aufgrund der Klage von Philip Morris haben sie gesagt, nee, das ist uns zu risikoreich. Wir werden die Gesetzgebung diesbezüglich nicht ändern. Wir müssen die gesundheitlichen Ansprüche für unsere Bevölkerung zurücksetzen, weil es einfach zu gefährlich ist, gegen Philip Morris zu klagen. Und ich kann Ihnen als Entwicklungspolitiker versichern, das ist nur ein Beispiel. Viele Entwicklungsländer trauen sich heute nicht mehr, ökologische und soziale Standards zu verbessern, weil sie Angst vor solchen Klagen haben. Es muss uns allen klar sein, Entwicklungsländer haben juristisch überhaupt nicht die Kompetenz, gegen internationale Großkonzerne zu klagen. Sie würden die vermutlich verlieren, weil sie keine Chancen haben. Das Thema Landwirtschaft wurde angesprochen. Und ich spreche das auch sehr gerne an, weil ich aus dem gleichen Wahlkreis komme wie unser Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Christian Schmidt tingelt durch die Länder, durch die Talkshows und erzählt ihnen, Leute, lasst doch unseren Bauern die Chance, etwas mehr Milch und Milchprodukte in die Vereinigten Staaten zu liefern. Ja. Warum soll denn das funktionieren? Er sagt ja, die Amerikaner schützen ihren Milchmarkt, die Milchprodukte mit 23% Importsteuern. Und wenn diese 23% wegfallen, würden ja deutsche Milch und Milchprodukte in Amerika um 23% billiger. Und das wäre doch ein richtiger Push für unsere Bauern, unsere Milchbauern. Ja, das ist die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass auch Europa sich schützt vor amerikanischen Milch- und Milchprodukten, und zwar in der Höhe von 53%. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn TTIP dafür sorgt, dass der Zoll, der Importzoll für Milchprodukte wegfällt. Europäische Milchprodukte werden in den USA um 23% billiger, amerikanische, US-amerikanische Produkte werden in Europa um 53% billiger. Da brauche ich doch wirklich nicht Mathematik studiert zu haben, um zu wissen, wer hier drauf zahlt. Es ist der deutsche Bauer, der Milchbauer insbesondere, der keine Chance dann haben wird, gegen die amerikanischen Exporte anzukämpfen. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel erzählen, das zeigt, wie leichtfertig unser Rechtssystem mit der Problematik der Schiedsgerichtsbarkeit umgeht. Sie kennen vielleicht die Brüder Mikula, nicht Ricola, Mikula. Das sind zwei rumänische Brüder, die nach der Wende, nachdem Ceausescu verschwunden ist, sofort nach Schweden gegangen sind. Woher die das Geld hatten, wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben die in Schweden eine Firma gegründet. Nachdem die Firma gegründet war, sind sie zurück nach Rumänien und haben dort Fabriken gebaut. Und eine ganz große Fabrik ist in der Provinz gebaut worden. Sie haben mit der rumänischen Regierung Konsultationen begonnen und haben gesagt, wir bauen da die Fabrik, wenn ihr uns etwas unterstützt, wenn ihr uns subventioniert.
Und die rumänische Regierung hat gesagt, ja, das ist einfach sinnvoll, wenn ihr dort draußen in der Pampa die Fabrik baut, dann schafft ihr dort Arbeitsplätze, ihr produziert ein Gut, das vom rumänischen Markt gebraucht wird. Das ist positiv. Also ist es so geschehen. Die rumänische Regierung hat Subventionen an die Firma gezahlt. Die haben Arbeitsplätze damit geschaffen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das diskutieren wir gar nicht. Auf jeden Fall hat die EU-Kommission das mitbekommen und hat nach einer Weile entschieden, liebe Leute, liebe rumänische Regierung, ihr dürft hier keine Subventionen zahlen, ihr verzerrt den Markt. Die rumänische Regierung war richtig froh, konnte sich doch die Subventionen dann einstreichen und hat damit Geld gespart. Was machen die Mikula-Brüder? Sie klagen vor einem Schiedsgericht und bekommen vor diesem Schiedsgericht Recht. Also jetzt ist die rumänische Regierung verpflichtet, denen wieder Subventionen zu zahlen. Gleichzeitig sagt die EU-Kommission, ihr dürft das nicht, ihr verletzt damit europäisches Recht. Und da habe ich gedacht, das ist auch ein interessanter Fall. Ich habe dann meine Bundesregierung und ihre Bundesregierung angeschrieben und habe gefragt, was gedenkt ihr in dem Fall zu tun, dass die Mikula-Brüder zum Beispiel rumänisches Vermögen hier in Deutschland beschlagnahmen, weil die ja immerhin einen Anspruch von über 200 Millionen haben. Und dann bekomme ich von dieser Regierung schriftlich die Antwort, das ist keine Frage, die die Regierung lösen muss, sondern das müssen die Gerichte dann entscheiden. So kann man doch in diesem Land nicht Rechtssysteme betreiben. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Sie ignorieren die Problematik von zwei parallel existierenden Rechtssystemen. Und das ist etwas, was mir zeigt, es ist Ihnen eigentlich wurscht. Es soll Step by Step sollen unsere demokratischen Rechte, unser Rechtssystem zugunsten der Großindustriellen abgebaut werden. Und das ist auf Kosten der Bürgerschaft nicht zu akzeptieren. Es ist viel darüber gesprochen worden, welche Chancen wir denn eigentlich noch haben, diese Verträge zu verhindern. Bis vor einem Dreivierteljahr hatte ich gedacht, na, in Deutschland ist der Widerstand gut, das funktioniert, aber Deutschland allein ist zu schwach und zu wenig. Und ich bin froh, dass es hier schon gesagt worden ist. Ich will es wiederholen. Der Widerstand wächst in ganz Europa, in sämtlichen Ländern. Er wächst aber auch ganz zentral in den Vereinigten Staaten selbst. Ich glaube, dass nicht nur die erste Runde, Harald, verloren ist für diese Regierung. Ich glaube auch, dass sie die zweite und die letzte Runde verlieren werden. Es muss uns aber klar sein. Es muss uns aber klar sein, dass Demokratie kein Geschenk des Himmels ist, sondern Demokratie wird täglich angegriffen. Und wir Menschen, wir Bürgerinnen und Bürger sind verpflichtet, diese Demokratie täglich zu verteidigen. Und wenn die Politik versagt, dann erst recht sind wir gefordert, mit Aktionen wie heute hier in Ansbach, in Fürth, in Nürnberg, in München und in 100 anderen Städten Deutschlands dagegen auf die Straße zu gehen und ganz klar den Politikern zu signalisieren, wir wollen das nicht und wir werden es verhindern. Und zum Schluss noch ein Hinweis, wie gehe ich mit meinen Abgeordneten von der SPD und der CSU um? Schnappen Sie sich die Brüder und Schwestern und verlangen Sie von diesen ganz klare Aussagen. Die spielen nämlich zum Teil ein fürchterlich scheußliches Doppelspiel. Vor den Wählerinnen und Wählern sagen sie ja, wir sind gegen TTIP, CETA und Co. Aber in Berlin und in Straßburg stimmen sie dann dafür. Sie müssen dafür sorgen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben und dass sie wirklich auch in Berlin und in Straßburg dagegen stimmen. Und das schaffen wir. Wir schaffen das gemeinsam. Dankeschön. Ganz wunderbare Ausführung. Und jetzt lassen wir mal die Trommler zu Wort kommen.
schönen Dank nochmal an die Trommelgruppe. Ja, wir kommen so langsam zum Ende, aber wie gesagt, nachdem unsere Redner die Probleme so toll benannt haben und die Schwierigkeiten aufgezeigt haben, die mit den Freihandelsabkommen ins Haus stehen, möchten wir euch bitten, wachsam zu bleiben, nicht locker zu lassen, weiter mit uns unseren Prozess voranzutreiben. Wir wollen doch unser schönes Franken nicht den Konzerninteressen überlassen, oder? Nein, wir wollen das nicht. Wir sind die Bürger, wir sind die Demokraten und wir wollen unsere demokratischen Grundsätze nicht dem Profitstreben einiger Zocker opfern. Und wir sagen, Bürgerinteressen haben Vorfahrt vor Machtstreben. Wir vom Bündnis werden auch in Zukunft weitere Veranstaltungen abhalten und wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen. Wir wollen auch nochmal daran erinnern, der Zug geht ab um 11.54 Uhr Richtung München. Bitte tragt euch ein, fahrt mit, zahlt, wir brauchen jede Stimme, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, alle sind eingeladen. Kommt bitte mit nach München, wer Zeit hat. Ja, und für die anderen möchte ich noch sagen, meldet euch bei uns, wenn ihr mitmachen wollt. Unsere E-Mail-Adresse steht auf dem Handzettel und wie gesagt, wir werden euch dann entsprechend informieren. Und bitte, tragt diese Diskussion weiter mit euren Bekannten, mit den Freunden, aber auch zu nicht informierten oder vielleicht zu unentschlossenen Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Und hier möchte ich nochmal ganz herzlich unseren Dank aussprechen an alle, die mitgewirkt haben, die sozusagen es ermöglicht haben, dass wir unsere Stimme erheben konnten, die mit ihren Beiträgen mit dazu beigetragen haben, dass wir eine Stimme bekommen und ich möchte sagen, wir kommen wieder und wir werden gehört werden. Und weiter so. So, und damit wollen wir sozusagen den offiziellen Teil abschließen. Dankeschön nochmal, Ansbach. Ihr seid toll und der Umgebung von Ansbach, wie gesagt, Ansbach Stadt und Land, Dank nochmal und wir werden weitermachen. Vielen Dank, auf Wiedersehen, ein schönes Wochenende, alles Gute euch.